Adolf Fries marschiert, da an der Seite Blüte versucht aufzuschließen, dahinter kommt Gladys Tiger noch mal näher, aber Schützenzauber ist hier vorne, sieht gleich mal einen Sieg zu Beginn des Renntages, der Schicki Caballo, der erste Treffer in Deutschland in diesem Jahr, die abgewöhnte Schützenzauber, dahinter war Blüte und dann auf den dritten Platz. Zuletzt auch gut genug versucht, durchaus Anstände fand. Ja,